So, E-Mails an das Umbrella HQ. Direktor Owens, im Nest jagt ein Alarm den Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von A? Okay. Scheint, dass der Direktor nicht so ein netter Typ ist, wie man angenommen hat. Irgendwie wie jeder in Resident Evil. Scheint nicht nett zu sein. So, hier ist sie doch runter... Ach, die ist da irgendwo gefallen. Das heißt, wir sollten sie eigentlich bald wieder treffen. Mal schauen. So, erstmal die Spinte abchecken. Oh! Ernsthaft? Ein Schlosskombination? Ja, keine Ahnung. Ich hab... Warte, wie hieß der Typ? Ich will mal eine Sache will ich ausprobieren. Einfach nur mal... Owens. Also O-W-E. Nest könnte man probieren oder... Kim. Kim war das, ne? Kim war ja auch da. Hier ist aber gar nichts. Es sei denn, warte mal. Das vielleicht kann man ja auch hier anfangen. Nee. Nee, das ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber gibt es hier ein O? Nee. Dann halten wir uns hier nicht lange mit dem ganzen Scheiß auf. Vielleicht finden wir dazu irgendwas. Und gehen erstmal weiter. I don't like the sound of that. Ada. I'm coming, Ada. Wir kommen, um zu retten. Nachdem ich erstmal 5 Millionen Munitionsdings da mitgenommen habe, wenn es überhaupt Munition gibt. Ah, was haben wir hier? Ah, ich bin mir sicher, dass der Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm legen sich gegenüber. Holy fuck, da geht's schon wieder los. Ach, ich weiß auf jeden Fall, dass es, dass es definitiv für dieses Rätsel ist. Öffnen der Tür zum U-Bereich. Ich habe bei den letzten Irrentransfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zu U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Okay, gut. Das heißt, an der Pinnwand finden wir dann heraus, wie wir das Rätsel zu lösen haben. Nur sieht das ganz so danach aus, als fehlen uns noch verdammt viele Stecker, um genau zu sein, 3. Also, jo. Werden wir noch wohl eine Weile brauchen. So, Video... Ah ja, Kassettenrekord, das ist gut. Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Stadt unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Design keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied der Weltschachverbandes, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtliche Leiter des Fischer... Ah, okay, es wird also quasi so, sagen wir mal, so argumentiert, wieso es bei diesen Rätsel verdammte Dings gibt. Schachfiguren, weil der Bauer scheinbar irgendwie ein Schachliebhaber ist. So, gucken wir uns erstmal das an, bevor wir Ada retten gehen. Aha. Also Birkin
hatte seine Finger im Spiel, warum die gefallen sind. Ach! Ach so, ja klar, das macht natürlich Sinn, dass die Ratten dann wahrscheinlich dann das Virus gefressen haben und das dann in der Kanalisation verbreitet haben, in Trinkwasser oder was auch immer. Und dann halt die ganze Menschheit angesteckt wurde. So. Anders kann man, man muss ja auch erstmal logisch nachdenken, wie sie überhaupt es geschafft haben könnten, das ganze Virus zu verbreiten. Und wenn man so darüber nachdenkt, macht das ja schon Sinn. Ah, sehr gut, Karte der Kanalisation, ist ja mal schön. Okay, hier haben wir genau diese ganzen Sachen. Oben ist noch ein Spind. Den müssen wir irgendwann mal später aufmachen. So, sind wir... Ach, wir haben Warnung, weil wir von Typen noch was abbekommen haben. Stimmt ja. Ich vergaß ja. Da war ja noch was. So, ich sehe auf jeden Fall einen Zombie dort liegen. Heißt also, wir werden auch mal wieder unnötige Probleme bekommen. Frage ist, wo kann ich... Ah, okay. Von da kamen wir. Ich habe echt nicht viel Inventarplatz. Ich hätte mal vielleicht ein bisschen... Weißt du was? Ich meine, wir sind jetzt schon so quasi gerade dabei. Ich würde mal sagen, ich packe diesen USB-Stick weg. Der scheint für mich erstmal noch gar keinen Nutzen zu haben. Und selbst wenn, ich wüsste nicht, wo man die Scheiße reintun soll. Den nehmen wir uns jedenfalls später. Den ganzen Rest, die Granate, das Spray, werden wir alles noch behalten. Zwei Inventarplätze sollten ja definitiv ausreichen. Da möchte ich jetzt nicht auf irgendwas verzichten. Und das werde ich definitiv weglassen, weil wir werden noch ein zweites brauchen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Mag-Munition basteln. Soviel ich weiß, macht man Mag-Munition, indem man zwei gelbe Schießpulver miteinander kombiniert. Und da wir genug Pistol-Munition haben, kann ich es mir auch durchaus leisten, mal lieber in diese heftigeren Pistolen. Oh, es geht hier durch. Das wollte ich jetzt eigentlich. Ja, da sehe ich den Typen watscheln. Da soll er mal watscheln. Wir gucken uns erstmal an, was wir uns noch hier so alles holen können. So, blaues Kraut. Ein Tresor, den wir mal wieder nicht aufmachen können. Und einen Typen, der so aussieht, als ob er uns gleich in jedem Moment anspringen wird, wenn wir uns nur zu nah an ihn ranbegeben. Ne? Ne? Ne, komm. Oh, der hat gesessen, kleiner Mann. Der hat gesessen, Alter. Zum ersten Mal in meinem Leben hat sich endlich mal dieser Dreifachschuss gelohnt. Einfach nur auf liegende Zombies. Bam, bam, bam. Und tot ist der Ficker. Dafür gebe ich gerne drei Munition aus. Dafür stehe ich mit meinem Namen, mit Leon S. Kennedy hier. That's my name, bitches. So, das kann man kombinieren. Das weiß ich auf jeden Fall. Heilt uns zwar nicht, aber macht uns wenigstens schadensresistenter. Was haben wir hier so Schönes? Die Kurbel habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist schon mal, Ah ja. Ah ja, daran erinnere ich mich. Von hier kamen wir. Von hier kam ja Ada quasi. Was haben wir hier noch? Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den in ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Nutzung des Tresors entfernen. Oh, cool! Also theoretisch hätten wir einfach nur auf den Tresor richtig gucken sollen und dann hätten wir ihn aufbekommen. Aber ja, wer hätte denn wissen können, dass da ein Verdammter, dass da Vollidioten mit Kreide drauf malen? Frage ist jetzt nur, wo genau das Ding jetzt sein wird. Wo haben wir denn da was mit Kreide? Ah, Tatsache! 2, 12, 8. Also 2 dahin, 12 dahin und 8. Also. Nein. 12. 8. Fuck! Ich glaube, ich hab's verhauen, deswegen ging's nicht. So. 2, 12, 8. Ah, ja, wir haben es einfach versaut, deswegen. Oh, was ist das? Schrotflintenschaft für unser Baby. Aha. Was kann denn das gute Stück? Spezialzubehör für die V... Dass sie so stabilisiert, dass man in einem Schwung feuern und nachladen kann. Cool. Oh, nettes Bad Boy. So, gucken wir uns das hübsche Ding mal an. Nett. Ich hoffe mal, wir finden noch ein paar Upgrades.
Wobei, ich glaube, mal für die Schrotflinte, denke ich, wird das alles gewesen sein. Ich wüsste jetzt nicht, was man noch großartig in die Schrotflinte reinschaufeln kann. Genauso wie für die Pistole. Vielleicht noch größeres Magazin oder sowas. Das wäre vielleicht möglich, aber andernfalls glaube ich nicht mehr, dass man da noch irgendwas großartig mit anfangen kann. Vielleicht für die Mag-Waffe. Denn davon haben wir noch gar nichts gesehen. Aber ja, alles nach den anderen. So. Kollege stört uns hier so. Warte. Dreh dich nicht um, bitte. Bitte, ich muss meinen Dreierschuss ausprobieren. Oh. Schön. Oh! Oh! Oh, das ist natürlich Sacre Bleu-mäßig so, ne? Ah, warte. Oh. Wenn du jetzt noch hier hochkommst, dann werden wir hier mit Einzelschuss arbeiten. Boom, fall um, Bitch. Okay, das ist doch gut. Das ist doch gut. So kann ich arbeiten. So kann ich arbeiten in meinen Tag. Und dann können wir das hier noch kombinieren. Haben eine schöne, fette Grütze. Und dann sind wir doch schon mal erstmal einen Schritt weiter. Ach, okay, das ist für die Kanalisation, von der wir kamen. Wenn wir Glück haben, finden wir noch ein bisschen was, weil das kann nicht alles gewesen sein. Steht jedenfalls noch, dass wir was zum Erkunden haben. Oh, das funktioniert sogar. Cool. Also das ist die Abkürzung, die wir uns freigeschaltet haben. Die Zombies liegen erstmal flach am Boden, das ist auch gut so. Gucken wir uns mal an, ob wir noch irgendwas hier großartig finden. Ja, ich wollte gerade sagen, Handgranaten, schön. Drei Stück mit einem Kampfmesser, mit einer Handgranate. Wir sind erstmal gut ausgerüstet. Da sieht das so aus, als können wir sowieso nicht hin. Würde ich mir aber trotzdem mal anschauen, ob da vielleicht noch irgendwie ein Gegenstand liegt. Das sei denn, die Zombies stehen jetzt auf. Nö, die wollen liegen bleiben. Gute Jungs. So habe ich euch gern. Ah, ich weiß, was das ist. Ich weiß doch, was das ist. Aber ich würde sagen, erstmal Ada retten. Danach kann man das Rätsel immer noch lösen. Oder? Oder? Ach komm, ganz ehrlich, wenn wir schon mal dabei sind, dann kann man es auch mal eben schnell machen. Ganz ehrlich. Wir sind hier schon mal dran, da kann man es auch mal eben mal schnell machen. Haben wir uns schon mal den Durchgang freigeschaufelt. Müssen wir es nicht später... Oh, gut. Die Kurbel nehmen wir auch automatisch wieder mit. Das heißt, wir werden sie noch brauchen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir und holen jetzt Ada. Ich denke mal, sie wird doch da sein, oder nicht? Nein, gar nicht. Alter, ich mache hier... Was laber ich für einen scheiß Bullshit, Alter? Die ist ja gar nicht. Von da kamen wir doch gerade eben. Oh, holy Jesus. Ich müsste aufhören, so viel Scheiße zu labern. Das ist natürlich komplette Scheiße, was ich gerade von mir gegeben habe. Genauso, wie es hier aussieht. Komplett scheiße. Was haben wir hier? Oh, Schlüssel. Was ist das denn? Ein Schlüssel mit einem Etikett. Kanalisationsschlüssel. Ein Schlüssel zum Kanalisationsabschnitt. Okay, mit so einem Zeichen. Was auch immer das bedeuten mag. Vielleicht finden wir dort den Springer. Würde das Sinn machen, den Springer finden? Ich check's mir mal trotzdem ab. Wir können weiter nach unten gehen oder wir checken ab, was hier so abgeht. Ach, das Ding ist hier kaputt. Das heißt, es könnte... Okay, dann bleibt uns ja nur ein, der Weg nach vorn. Ich meine, wir haben viel Heilung. Jetzt haben wir drei Heildinger. Also, ich denke mal, egal was da jetzt auf uns zukommen sollte, wir müssten gut darauf vorbereitet sein. Hoffe ich jedenfalls. Das ist so die Sache, auf die ich noch bete, dass das alles hier so vonstatten geht, wie ich es mir vorstelle. Zum Beispiel schon so ein liegender Zombie sagt mir schon alles. Oh, fuck. Klingt nicht gut. Oh. Ja, natürlich darf ich das Ding nicht anschießen. Was ist das denn? Erstmal heilen. Liegende Zombie. Oh mein Gott, das ist schlimmer. Fuck, sind verdammt viele, muss man auch dazu gesagt haben, ne? Okay, da können wir sowieso nicht lang. Ich würde es mir mal trotzdem anschauen. Wir müssen ja auch ein bisschen mal gucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Es wäre echt kacke, wenn wir dann am Ende irgendwas Wichtiges übersehen, was wir brauchen. Nochmal in die Kanalisation gehen, habe ich nicht so viel Lust. So, okay, hinter uns sind verdammt viele Zombies. Das heißt, Flucht wird ein bisschen schwierig, wenn sie aufstehen sollten.